Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, ich habe in der letzten Folge hier noch die Fehlerchen ausgebessert mit der Bodentextur. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Ist aber auch erstmal egal. Denn wir müssen. War klar, dass er erstmal wieder Speicher. Denn wir müssen das Fahrzeug hier ja noch einsetzen. 11 muss es. Einmal zu Feld 11. Wirklich um die Ecke. Modus ist an, okay. Vorgewende machen wir 2. Fangen auf den Bahnen an. Mal 3. So breit der Flug. Lassen wir das so. Wir fangen am ersten Wegpunkt an, bitte. Nee, das ist falsch. Die wollte ich haben. Vielleicht tausche ich da auch einfach noch die Datei aus dem neuen Safe Game aus. Das muss ja auch irgendwo stehen, was wo gemalt ist. Das wieder ordentlich ist. Oh. Ja, ich gucke mal nach der Datei. Das ist mir ehrlich gesagt auch zu viel Arbeit. So, hier sind wir fertig. Können wir löschen und auch abschließen. Dann haben wir noch weitere Düngeaufgaben drin. Einmal zu 52. Auf geht's. Warum auch immer hier so eine Aussetzer drin sind.
Was haben wir denn noch? Könnte mal nach einem Drescher gucken. Vielleicht nach einem zweiten Rasenmäher. Ach, grobe Aufgaben sind auch drin, okay. Machen wir doch einen groben Auftrag noch mit rein. So, wir müssen einmal zur 59 fahren. Ersten Wegpunkt fangen wir an. Und auf geht's. Guck jetzt mal nach einem Drescher und Anhängern. Einen Abfahrtraktor brauchen wir dann ja eigentlich auch. Nehmen wir einen Traktor oder nehmen wir einen LKW? Das ist jetzt die Frage. Das sind Hochkipper, ne? So war das. In manchen, Fällen gar nicht so gut, wenn das ein Hochkipper ist. Wollen wir beim Yogi vorbei, was der so am Angebot hat? Ja, ich glaube, mit den 100.000 dann können wir hier schon arbeiten auf der Map. Oh Mann, glasgrün. Machen wir schwarz.
Machen wir noch einen zweiten Rasenmäher. Habe ich den auf der Standardgeschwindigkeit gelassen? Ich glaube ja. Ja. Ich auch in den Standardfarben gelassen. Und einen Drescher. Was für ein Drescher nehmen wir uns denn? Großen Lexion? Da ist nur der komische Ideal drin. Achso, LKW haben wir auch noch keinen. Heute wird erstmal ordentlich geshoppt. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden hier? Dass man da die PS-Zahl einstellen kann, super. Ja, kaufen wir den hier. Dann brauchen wir noch ein Schneidwerk. Erstmal Maisflocker nehmen wir noch mit. Ja, zusammen, so wie es aussieht, ne? Hoffe ich mal. Ja, wenn nicht, gebe ich es zurück. Schauen wir mal im Shop. Ja, das klappt zusammen, okay. Dann einmal hier bitte Rasen mähen.
Cool. Und sagen. Wo ist denn meine Fahrzeugeinstellung? Ich glaube, ich muss ein Cosplay-Update machen. Weil irgendwas liegt da übereinander. Muss ich mal schauen, woran das jetzt wieder liegt, dass es übereinander liegt oder ob das an irgendeiner anderen Mod liegt. Wieder irgendwer nicht tanken hier? War das? Da ist doch kein Tanken hin. Muss ich jetzt nicht verstehen. Ach so, ja. Gut, wenn man Wasser hätte tanken wollen, wäre das perfekt gewesen. Hier wollte ich ja. Glaube so, nee, scharf wollte ich haben. Wie ändere ich jetzt den Arbeitsmodus? Ah, mit Steuerung Z, okay. Ja, wir machen bitte Schwartablage. Auf geht's. Ich würde mal sagen, weiter shoppen und Hof ausstatten und eigene Felder bearbeiten und den ganzen Kram. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne nächste Folge wieder mit dabei sein. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao, ciao.